Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres KSP Let's Plays im Realism Overall und Real Progression One Mod. Ja, wir sind direkt schon wieder auf der Startbahn. Ich habe euch jetzt mal das Warpen erspart, habe ich mir gedacht, für die nächste Folge. Und wir gehen direkt erstmal rein, damit, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar unsere Rakete hier zu starten. Ich habe mittlerweile auch den Kerbal Engineer installiert. Die Sache ist jetzt durch. Da haben wir das nämlich auch. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal direkt unseren Start raus. Und wir haben einen Engine Failure. Direkt von Anfang an. Das ist natürlich unpraktisch. Aber wir gehen das Ganze mal normal an, weil wir gerade ein bisschen drehen. Stabilisiert uns das ein wenig, aber immer wenn wir in der Richtung sind, bricht dann halt komplett alles aus. Und jetzt ist das Problem, dass wir halt irgendwo hinschießen. Und hier sehen wir, wo wir hinfliegen würden. Jetzt drehen wir uns gerade so, dass wir ein bisschen Auftrieb kriegen würden. Aber wir fliegen einfach nur in die Distanz und setzen mal wieder auf den Start zurück und probieren es direkt nochmal. Und hoffentlich passiert nicht wieder sowas. Wenn doch, müssen wir unsere Rakete einmal komplett umkonstruieren. Und dann ist leider auch der Vertrag hinfällig, wahrscheinlich. Wäre eher unpraktisch, aber passiert. Gut. Dann würde ich sagen, wieder feuerfrei. Diesmal alle vier Engines schön am Laufen. Wir haben eine leichte Kippung. Da muss ich auch mal gucken, was da das Problem ist. Wir sind eigentlich nirgends irgendwie schwerer gemacht oder so. Wir sollten eigentlich direkt dauerhaft nur geradeaus nach oben fliegen. Bin ich mal gespannt, ob das die Rakete jetzt diesmal schafft oder ob wir doch nochmal umbauen müssen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wir schreiben gerade das Jahr 1952. Im März, der 10. März 1952. Und jetzt sehen wir natürlich über den Kerbal Engineer hier oben auch, wo unsere Apoapsis tatsächlich hinzielt und auch, wie sich unsere Periapsis verändert. Die hätte sich gar nicht irgendwie verändern sollen eigentlich, weil ich ja nur nach oben will. Aber so kommen wir jetzt gerade auch nach oben. Und wir haben auf jeden Fall, gerade wollte ich sagen, die 50 Kilometer ja geknackt. Und jetzt ist es wieder hinfällig. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit mehreren Engines arbeitet. Wenn es dann halt ein Failure gibt, dann hat man direkt Probleme mit den Richtungen. Und wir haben es letzte Mal schon gemacht. Aller guten Dinge sind drei. Den werden wir nochmal ausprobieren. Wenn der nicht hinhaut, dann geht's wieder ans Konstruieren einer neuen Rakete. So, Engage Autopilot, let's go. Diesmal zieht die Rakete noch nicht großartig zur Seite. Das kann sich natürlich noch ändern. Naja doch, sie kriegt schon wieder eine Verkippung. Wir können uns das Ganze hier mal anschauen. Hier gibt es den Ascent Path Editor. Hauen wir hier mal hin. Da sehen wir, wie unsere Fluglinie sich ändert. Und wir haben schon wieder eine Engine, die den Geist aufgibt. Die hier außen. Performance Loose. Das ist aber nicht so wild. Weil die zieht uns tatsächlich jetzt wieder zurück nach oben. Und wenn wir Glück haben, hält sie durch und bricht nicht ab. Und wir können einfach direkt weiterfliegen. Ja, jetzt haben wir hier die leichte Kippung drin. Da der hier ja Leistung verliert, da sehen wir, jetzt schwanken wir in die Richtung rüber. Aber im Moment sieht es noch gut aus. Solange sie nicht ausfällt, ist alles gut.
Dann kriegen wir hier unser Profil angezeigt. Hier sehen wir auch gerade, dass wir leicht eine Verkippung drin haben. Und eine andere Engine hat es auch noch zum Flöten gebracht. Und wir erreichen wahrscheinlich nicht mal die 40 Kilometer. Was automatisch heißen würde, wir würden auch keine neue Wissenschaft kriegen. Und ja, das ist natürlich dezent unpraktisch. Ich habe zwar gesagt, alle guten Dinge sind drei, aber wir probieren es noch ein viertes Mal, weil ich würde gerne wenigstens über die 40 Kilometer kommen, um uns noch so ein paar Wissenschaftspunkte rauszuholen, dass es nicht komplett verschwendetes Geld war. Und auch nicht komplett verschwendete Zeit. Ja, das ist ja auch ein Riesenpunkt, den man hier nicht außer Acht lassen darf. Es ist ja auch viel Zeit, die dabei drauf geht. Ne? Wir sind schon im Jahr 1952 und wir haben es noch nicht geschafft, da richtig in die Höhe zu kommen. Aber wir werden dran arbeiten. Vier Engines zu nehmen war halt auch sehr riskant, jetzt schon im Vorfeld. Wir haben wieder einen Descent. Das ist immer auch sehr komisch. Wir kriegen immer schon direkt eine Richtung vorgegeben. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass wir vier Clamps haben, die uns am Boden halten. Und vielleicht müssen wir daran einfach was ändern. Das wäre natürlich auch schon eine Option, die hier große Probleme verursachen könnte. So, und jetzt haben wir sogar einen echt guten Descent, wenn man sich das mal anschaut. Wir müssen halt über die 90 Kilometer kommen. Das ist so das Goal. Und wieder eine Engine, die ausgefallen ist. Verhindert alles. Sehen wir hier auch gleich im Descent Profile, wenn ich hier jetzt mal vorspule. Ja, Warnung, Physik. Können wir das Ganze ein bisschen mit anschauen. Und da sehen wir, hier geht es auch schon wieder zurück. Weil den lassen wir jetzt tatsächlich einfach zu Boden fliegen und bauen halt eine neue Rakete. Weil mittlerweile haben wir ja auch neue Technologien und vielleicht können wir damit dann was Vernünftigeres bauen. Wir müssen halt nur schauen, dass wir in den Aufträgen hier das Zeitlimit einhalten. Da muss ich mal gucken, wie viele Tage das sind. Und dann probieren wir das aus. Wir sind tatsächlich schon ein schönes Stück weg vom Space Center. So, ja, na, hier. Die habe ich selbstständig ausgeschalten, weil das nicht mehr vernünftig geworden wäre. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Wir haben neue Daten bekommen. Das Ganze in vierfach ist auf jeden Fall nicht mehr richtig funktionell. Da müssen wir uns anderweitig umschauen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, neue Konfigurationen für eben auch unsere für eben diese Engine, die wir hier haben. Und kriegen so vielleicht auch den Ausfall ein bisschen abgestellt und vielleicht auch ein bisschen mehr Zug raus. Ein bisschen mehr Schub raus, um dann hier die Thrust-to-Weight-Ratio noch anzupassen. Weil ich glaube, unter drei Stück läuft das nicht so gut. Und mir fällt gerade auf, ich weiß, wo das Problem ist. Und zwar habe ich drei Fins hier unten und am anderen habe ich nur, ja, habe ich vier. Nicht nur vier, sondern halt vier. Und das ist natürlich dezent unpraktisch. So, und jetzt gucken wir hier mal kurz auf die Engine. Und da sehen wir, wir können auf die U2 wechseln. Jetzt ist die Frage, haben wir alle gewechselt? Die U2000. Und ja, haben wir. Das heißt, wir haben soweit alles erstellt. Hier gucken wir nochmal kurz durch. Okay, Center of Lift. Wenn die noch zusammen wären, wäre das schlecht. Sonst ist es wahrscheinlich ganz gut so.
Gut. Die könnten wir ja einfach noch mal bauen. Aber eine Sache hier noch gucken. Okay, Tooling ist alles durch. Ja gut, dann würde ich sagen, probieren wir das Ding einfach gerade noch mal. Wir gehen hier jetzt auf den Typ B, weil das Teil ja neue Engines hat. Der Typ A war nicht ordentlich funktionell, der Typ B wird es hoffentlich sein. So, und wir sehen auch hier, die Zeit hat sich verändert. Damit können wir die Länge hier noch ein bisschen erhöhen. Weil nämlich, wenn wir hier jetzt gucken, Burntime 60 Sekunden, wir haben hier 58,9. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach auch mal höher auf 1 Minute 1. Damit hat sich das jetzt alles ein bisschen verschoben und auch unsere Aerodynamik hat sich ein bisschen verschoben. Jetzt haben wir hier Tool All natürlich. Wir müssen das nochmal neu toolen. Dann können wir das hier wieder zumachen. Wenn es dann funktionieren würde. Ah, hier, Purchase Tooling. Das ist gerade im Weg gewesen. Purchase All Tooling. So, jetzt können wir es zumachen. Und nochmal speichern. Aber mir fällt gerade was ein. Und zwar würde ich gerne die hier Ticken länger machen. Einfach, dass das hier wirklich passt. Und nochmal speichern. So. Die Mark II hat sich dezent verändert. Weil ich hier sagen muss, wisst ihr was? Wir machen das hier auch nochmal ein bisschen anders. Und zwar ziehen wir das hier mal noch ein Steppen nach oben. Ja, das ist nicht gut. Das hier ein Steppen nach unten. Okay, dann machen wir das mit dem Offset. Dann gehen wir hier auf ein 8er, 0,8er Offset. Und jetzt sitzen wir eigentlich relativ gut. Sehr schön. Nochmal speichern. Nochmal kurz ins Tooling schauen. Nicht, dass ich was vergessen habe. Nee, habe ich nicht. Perfekt. Dann würde ich sagen, wieder ohne Simulation. Contains Prototype Configs. Ah, okay. Unlock Tech Early Rocketry. Dann gehen wir mal ganz kurz raus und checken das mal aus. Das sind die U2000er. Ob wir Early Rocketry eventuell auch schon drin haben? Nee, haben wir nicht. Early Rocketry kommt erst hier. Das ist natürlich schlecht. Dann könnten wir aber hier drauf wechseln. Wir haben ja die XLR10 schon und so. Dann bauen wir es damit um. Weil mit den kleinen in vierfach wird das, glaube ich, nix. Aber dann bauen wir halt komplett um. Und dann wird die Mark 2 vom Typ B komplett anders aussehen. Die kriegt einfach die hier mal abgenommen. Und dann kriegen wir hier ja neue Triebwerke. Da haben wir zum Beispiel das ORM. Was ist das denn für eins? Ein kleines experimentelles. Okay. Die Aerobee, klar, die kennen wir schon, haben sie zwar noch nicht genutzt, aber wir kennen sie. Dann gibt es hier. Das wäre 24 Kilonewton. Also das würde tatsächlich zum Beispiel schon gehen. Was haben wir denn alles so? Veronique, XLR10, XLR41. 330 Kilonewton Thrust. Da müssten wir sogar ein bisschen dicker bauen. Dann ist das schon mal nix.
Das ist dasselbe, nur andere Konfiguration. Und das ist die A4, das ist die, die die V2 auch hat. Die sind für uns alle eine Nummer zu groß. Wir werden mit dem hier gehen, glaube ich. Das hat 110 Newton im Vakuum. Und hier 95. Ignition Ground Support Clamps. Okay, aber an der Stelle, ich will nicht, dass das da so im Freien hängt. Deswegen bauen wir hier einmal ein Fairing außenrum. Müssen wir jetzt natürlich vom Radius ein wenig anpassen. Die Base muss runter. Und hier oben muss dann auch alles runter. Wir brauchen hier aber 1,20 Meter, weil es 1,30 Meter dick ist, glaube ich. Das funktioniert so. Dann muss das hier... Ah, schauen wir mal. Das geht hier sogar kleiner. Okay, 1,30 Meter. Base geht auf 1 Meter. So, jetzt passt's. Die Höhe... Das müssen wir hier auschecken. Das sehen wir schon. Das würde unten dann abschließen. Wir wollen aber nicht, dass es komplett abschließt. Wir wollen das Ganze tatsächlich so ein bisschen noch raussitzen haben. Dann gehen wir mit der Höhe mal so weit. Und dann gehen wir hier auf einen Extra-Radius von 1,2. Ja. Und jetzt checken wir das Ganze mal aus, wie das aussieht, wenn wir unser Fairing da dran packen. Dafür müssen wir das einmal rumdrehen. Und so würde das dann aussehen. Das hier oben finde ich jetzt noch nicht so geil. Das können wir aber auch noch anpassen. Deswegen habe ich hier nicht gleich auf vierfach gemacht. Wenn wir jetzt hier den extra Radius rausnehmen und auf 0 setzen würden, würde das nicht viel ändern. Wir gehen mal auf 2. Und dann müssen wir hier einfach die Base Size, glaube ich, ein bisschen anpassen. Auf einmal noch auf 1 Meter und top. Na, hier sieht man schon, das schließt dann weiter zusammen. Aber dafür müssen wir einfach... Base Size weiter anpassen. Und dann guckt das da unten halt so ein bisschen raus, wenn ich die noch mehr kleiner mache. So. Ach da, der extra Radius hier, der macht die Problematik. So, 1 Meter, das sieht jetzt da oben so ein bisschen komisch aus. Das passen wir hier an. Uah, das war jetzt zu viel. So. Auf 0,4. Wunderbar. So, und jetzt natürlich in vierfach. Und schon sieht das Ganze doch ganz anders aus. Jetzt haben wir einen richtigen V2-Verschnitt. Und jetzt werden wir das hier noch ein Stück nach unten bewegen, bis hier, genau. Und dann gibt es noch eine Launch Clamp. Da gehen wir hier auf die Struktur. Small wäre nur an der Engine. Wir gehen aber auf... Ja, die sind alle schon zu groß. Dann nehmen wir doch den Small. Und dann wird die einfach nach unten gesetzt und die darf jetzt komplett eigenständig starten. Ein bisschen höher. So. Perfekt. Und das ist die Mark 2 vom Typ C. Wird gespeichert und
Da müssen wir jetzt nochmal 2500 Flocken in die Hand nehmen, weil wir drei Parts brauchen. Oh. Und ich habe eins vergessen, und zwar einmal kurz mein Ding zu checken. Das dürfen wir echt nicht vergessen. Immer das Tooling. Weil jetzt wären es 227 Tage. Tool all. Dann haben wir hier nochmal die Finanzen. Purchase all Tooling. Und wir sind bei 115 Tagen. So, jetzt aber speichern und starten. Jawohl, wir investieren. Und dann wird hier einmal verlassen. Und dann müssen wir natürlich wieder bis dahin vorhüpfen. Das ist jetzt tatsächlich auch so unsere letzte Chance, diese Rakete, um eben die Missionen, die wir hier haben, weil das sind jetzt nur noch 225 Tage. Also eine könnte man vielleicht noch bauen, wenn es nicht hinhaut. Aber dann war es das auch. So, erstmal dunkel. Und jetzt Next Tech ist ausgelaufen. Da haben wir nämlich jetzt auch langsam schon ein bisschen Probleme. Die laufen nämlich bald alle aus. Und jetzt befinden wir uns im Juli 1952 und beginnen jetzt erstmal unseren Rollout. Und am 6. Juli startet unser erster V2-Verschnitt. Bin ich mal sehr gespannt. Das wäre, glaube ich, sogar tatsächlich ein Triebwerk, was wir steuern könnten. Aber, großes Aber, wir haben einen Science Core hier oben drin. Ne? Und der kann nicht steuern. Der macht sowas nicht. Der mag sowas auch nicht. So, Engage Autopilot. Und wir machen hier mal noch eine Stage. Packen das hier rein, weil das Fairing wollen wir eigentlich nicht loswerden. Und Stop at Stage 1. Ist jetzt noch wichtig. Einmal kurz disengagen, wieder engagen und oh. Falsch rum. Check your staging. Ich habe es sogar gerade noch durchgecheckt, aber ich habe es verkehrt rum eingesetzt. Das ist natürlich dumm. Es hat erst die Clamp losgemacht und dann ist Zündung nicht mehr möglich, weil wir über die Clamp unsere Zündung mit ansteuern. Und wir wollen ja erst Schub aufbauen. Na, das Ding braucht hier ja Power. Und deshalb sieht das so aus, wie es aussieht. Und wir gehen ein Stück raus. Feuer frei. Also irgendwie will das nicht so. Ich gehe mal auf Flug zurücksetzen und mach mal ohne Autopilot, weil irgendwie geht der mir immer mit dem Schub raus. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Braucht das Ding hier überhaupt Kerosin? Habe ich die falsche ja, Stage. Keine Ding. Ja, kacke. Ne? Also da kann ich jetzt drücken, was ich will. Dann gehen wir jetzt auf Flug zurücksetzen, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Und ich hoffe, dass ich so dann rauskomme. Er ist natürlich dumm. Verlassen. Und ich hoffe, dass das immer noch auf Launch steht und nicht jetzt hier auf Bergen. Gott sei Dank. Okay, hier. Das können wir jetzt machen. Rollback. Sehr schön. Jetzt habe ich es euch auch mal gezeigt, wie das geht. Und jetzt ist das Ding hier. Und jetzt können wir hier auf Edit gehen. Und dann können wir es nochmal umbauen. Weil es ist halt echt einfach der falsche Treibstoff drin. Da ist noch Kerosin drin und wir brauchen einfach, ich glaube, Anilin oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ist natürlich total bescheuert, hier Kerosin drin zu haben. So, und jetzt kommt hier das Richtige rein. Und schon haben wir andere Werte.
So, dauert 2 Minuten, um zu tanken. Hier haben wir ja keinen Sprit mehr drin, deswegen ist das wurscht. Und was ich vorhin gar nicht gecheckt habe, ist unser Aerodynamik Center of Aerodynamics, aber das passt. Da ist alles gut. Okay, das dauert jetzt 1 Minute 58. Was ich aber total verrafft habe zu gucken, da sieht man auch schon, was da alles dazugehört, ist hier Engine 103 Sekunden. Und der Tank kann länger werden. Und zwar nicht gerade wenig länger. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Shape Cone. Filet, Smooth Cone. Hollow Cylinder, Hollow Cone. Hollow Filet. Okay, wir wollen tatsächlich mal die Smooth Cone, weil ich glaube, dadurch ändert sich unsere Form ein bisschen mehr. Jetzt Bottom mehr anpasst. Nee, okay. Oder? Wird das Ding dann so rund? Oder ist es jetzt trotzdem nur gerade? Nee, ist trotzdem nur gerade. Okay. Dann wechseln wir zurück auf Zylinder. Und da sehen wir hier oben ja, dass, jetzt habe ich schon wieder die Zahl vergessen. Engine. 103 Sekunden, also 1 Minute und 43 Sekunden. Ja, dann haben wir ja noch richtig was. 1,27. Wow. 1,37. Ja, wir gehen mal auf 1 Minute 50. Thrust to Weight ist immer noch bei 1,3. Sehr schön. Wir haben 8 Tonnen Masse. Das ist auch noch leicht genug. Und 2340 Delta V. Wir steigen relativ gemütlich nach oben. Was am Anfang ja gut ist, weil durch die Reibung würden wir ja viel zurückgedrückt. So. Jetzt Tool Tank. Purchase Tooling. 4 Tage dauert unser Umbau. Gucken wir nochmal kurz. Alles getoolt. Sehr schön. Was ich hier jetzt noch machen will, ist den Fairing Decoupler weg. Und jetzt nochmal Tool All. So. 4 Tage und 24 Minuten. Speichern wir. Gucken noch mal kurz unsere Aerodynamik und unsere Masse und auch unsere Masse, wenn leer. Passt. Alles immer schön nach hinten. Dann würde ich sagen, noch mal speichern und raus mit dem Ding. Dann gehen wir auf Verlassen. Es ist halt wirklich wie im Reellen. Ne? Man muss Sachen, wenn man sie anpasst, müssen halt erstmal umgebaut werden und dauert ein Weilchen. Die hier wird rausgeschmissen. Ja. Die war jetzt leider halt unnötig. Ne? Aber jetzt haben wir halt in 4 Tagen. Warte. Warum 100? Oh, scheiße. Rush Building. Nochmal Rush Building. Das kostet halt Geld, ne? So. Damit habe ich mal richtig Gas gegeben. Jetzt sind es nur noch 85 Tage. Weil... das ist halt schlecht. Ne? Okay, Warp Forward. Müssen wir das jetzt halt so machen. Ne? Das ist jetzt zwar schlecht. So, ich hoffe, dass das jetzt auch die richtige ist. Ne? Sonst ist es für einen Eimer.
Wir haben sehr tief hängende Wolken heute. Mal schauen. Ah ja, an unserem Starttag, da sieht das Wetter doch sehr gut aus. Okay, dann kommen wir jetzt zur hoffentlich Problemlösung. Das sollte doch jetzt. Ach, ich habe mein Staging, glaube ich, wieder nicht angepasst. Muss ich unten nochmal wechseln? Wir haben ja nur zwei Stages, die Clam und unsere Engine. Und er ist verkehrt rum. So rum. Dann einmal Vollschub. Feuer. Und wir bewegen uns auf jeden Fall stabil nach oben. Aber zu langsam. Und wir kippen. Okay, Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Ich lasse jetzt mal ein bisschen länger Schub aufbauen. Vielleicht war da mein Fehler und ich habe zu früh Gas gegeben. Ja, das kann ja alles sein. Es kann ja alles sein. Wir engagieren hier auch mal den Autopilot und schauen mal, ob der das vielleicht besser macht. Oh. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Flug zurücksetzen, weil der hier steht ja immer noch auf Stage 1. Stoppen. Das heißt, er startet nur die Engine und macht danach nichts mehr. Ist natürlich dumm gewesen. Das können wir ja kurz aber beheben und auf 0 setzen. Engage Autopilot. Und Staging ändern. Disengage, engage. Passt. Interessanterweise macht er dann die Dinge aus. Die Stage. Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Das checken wir jetzt nochmal aus. Wenn ich es jetzt nicht gebacken kriege, dann muss ich es halt nochmal zurück und ein bisschen leichter machen, dass sie besser nach oben kommt. Einmal Gas geben. Wir machen wieder kein Autopilot. Ich bin noch im Brain. Jetzt habe ich die falsch rumgesetzt. Ja, ne, great failure, aber aus Fehlern lernt man. Und Realism overall ist halt eine andere Geschichte. Ne? Da muss man halt ein bisschen mehr einsetzen. So, Zündung. Schub. Und go. Ich glaube, ich sehe ein Problem. Also von der Aerodynamik kann es ja eigentlich nicht problematisch sein. Es ist, wenn dann tatsächlich eher was anderes. So, jetzt gehen wir erst auf Start zurücksetzen. Dann gehen wir von da aus auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Dann müssen wir von da aus rausgehen. Verlassen. Dann machen wir wieder ein Rollback. Also es ist wie im echten Leben. Ja, 1952, da hat man noch nicht so die Erfahrung gehabt, wie man damit umgeht. Rollback. Warp to complete. Und edit. So.
Jetzt mache ich die einfach ein bisschen kürzer, dass die weniger Gewicht hat. Länge machen mal runter bis auf 8,50 Meter. Das ist immer noch eine gute Burntime. Ja, Gewicht, die Masse passt auch noch mit unserem Aerodynamikpunkt. Das geht noch voll klar. Und jetzt sollte das Ganze aber eigentlich gar keine Probleme mehr haben. Und hier steht jetzt Merge Build Vessel. Und das habe ich verkackt. Wir gehen einmal hier drauf. Tool All. Purchase All Tooling. Das kostet auch alles einen Haufen Kohle, ne? Merge Build Vessel. So, und jetzt müsste das Ganze eigentlich gebaut werden. Save Edits. Gehen wir mal da drauf. Na, ich drücke lieber mal mehrere Sachen, um sicher zu sein. Und da haben wir perfekt. Da wird umgebaut, 1 Minute ungerad oder nee, 1 Stunde ungerad. Und jetzt können wir wieder ein Rollout machen. Sehr schön. Warp to completion. Und wir haben 13.10 Uhr am 10.10. Und jetzt wird erneut ein Launch rausgehauen und hoffentlich diesmal mit genug Schub, dass wir pointy nach oben sind, dauerhaft. Und ich habe schon wieder was vergessen zu gucken. Ich glaube nämlich, dass ich vorhin den Login vergessen habe, reinzumachen, als ich die Pins dran gebaut habe. Aber wenn ich da von oben drauf schaue, da, der ist weiter hinten als der. Ja. Da liegt das Problem. Schon die ganze Zeit auf Fahrzeugbau zurückgesetzt. Ich bin ein Brain hoch 10. Wir müssen wieder raus, wieder ein Rollback. Es ist tatsächlich wie im echten Leben. Zack, nochmal raus. Nochmal ein Rollback. Oh, das ist so schlecht. Wie viel Kohle da jetzt auch drauf gegangen ist. Vessel. Rollback. Warp to complete. Edit. Ah, ich werde wahnsinnig. Das ist eine riesige Fail-Folge heute. So. Hier unten hier. Ihr seid doch nicht ganz gerade. So. Und den machen wir jetzt auch in vierfach. Zack. Jetzt ist alles gerade. Und die Aerodynamik passt auch immer noch hervorragend. Gut. Jetzt speichern. Oh Gott, ey. Save Edits. Braucht keinerlei Veränderung zeitlich. Da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt tatsächlich passt. Aber das kann tatsächlich sein, dass das unser großes Problem war. Na? So. Rollout. Warp to complete. Oh, 10.40 Uhr. Viel besserer Stand der Sonne. Richtig schön hell. Launch. So, jetzt aber. Und jetzt kriegen wir das doch hoffentlich über 90 Kilometer Höhe. Unser Schub müsste auf jeden Fall ausreichen jetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 1,6 oder so. 1,54. Das sollte doch sowas von ausreichen. So, dann müssen wir nur Vollgas geben und dann go. Und go. Keine Rotation, keine Verkippung. Zumindest noch nicht. Okay, jetzt zu früh gefreut.
Aber warum? Was ist jetzt nicht gerade? Vielleicht ist es wirklich die Startgeschwindigkeit. Oh, und wir haben Schub verloren. Und zwar nicht gerade zu knapp. Unser Thrust liegt bei 1,39 jetzt nur noch. Aber wir haben Mach 1 erreicht. Wir sind halt viel zu früh am Kippen. Hier sieht man es. Hier unten. Aber so rein von der Geschwindigkeit ist super. Was sieht, da hinten würden wir jetzt irgendwo aufkommen. Kommen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Kilometer weit. So, jetzt Engine auch ausgefallen. Failed. Loose of thrust. Wenn wir jetzt ausschalten und Reignition, geht nix. Okay, das war auf jeden Fall ein Angriff, der ein paar Kilometer weit geflogen ist. Aber Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Und wir werden jetzt auch dann auf den Fahrzeugbau zurückgehen, dann wieder verlassen, nochmal die Rakete umbauen. Und da diesmal was anderes mit einbauen. Und zwar werden wir an der Stelle jetzt dieses Raumfahrzeug nehmen. Hier erstmal raus, weil wir müssen ja editieren. Wir werden dieses Raumfahrzeug nehmen und werden da tatsächlich noch einen zweiten Core mit reinsetzen, der das Ding steuern wird. Sonst hat das überhaupt keinen Sinn. Und zwar gehen wir hier auf Rollback, Warp to Complete. Mittlerweile ist Tech auch schon wieder fast alles durch. Aber wir kriegen das hin. Wir werden diese Rakete so umbauen, dass es klappt. Das wird jetzt halt Mark D. Mark 2 Typ D. Edit. Und zwar haben wir ja eigentlich nur den Science Core da oben drin. Wir werden jetzt aber da noch einen anderen Core mit reinsetzen, der das ganze Ding steuern soll. So, dafür bauen wir das hier ein Stück auseinander, nehmen hier den Core, ziehen das nächste dran, passen den Diameter an. Und jetzt müssen wir einmal gucken, wie schwer ist denn das Ding? Maß 7,35. Da hauen wir doch einfach mal eine 10 rein. Und dann noch ein bisschen Strom. Machen wir mal 20 mit rein. Und Resize. So, 1,47 Thrust to Weight Ratio. Burn von einer Minute 32. Was wir jetzt noch auschecken müssen, ist, kann das Ding steuern? Hat das einen Kardanring? Maximal Thrust. Taxiology, ja, das ist klar. Min Throttle. 100% Effektivität. Speed-up Time 1,62 Sekunden. Okay. Dann gehen wir hier einmal drauf und checken das hier aus. Das ist die hier. Unthrottable. Die wäre besser. Die kann throtteln. Experimentell unthrottable. Okay. Aber wir probieren es trotzdem. Einfach weil da ein SAS mit drin ist. Ne? Und das werden wir so nutzen.
Und wir können hier das Ding noch anlocken. Dann haben wir da schon mal ein Post-War. Das ist sehr gut. Und hier ist aerodynamik technisch auch immer noch alles tutti. Sehr gut. Okay. Dann müssen wir den toolen. Können wir auch mal füllen. Und jetzt Tool Avonics. 162. Ich glaube, da läuft schon die Mission ab. Aber ich will das jetzt machen. Save Edits. Fertig. 162 Tage, ey. Da ist, glaube ich, auch schon die Science komplett durchgelaufen, ne? Ne, 191. Also das muss jetzt klappen. Ja, 30 Tage, das läuft aus. Bei Ablehnen verliere ich nur Dinge. Bei Fehlschlag würde ich mehr Geld verlieren. Das muss ich so machen und verfügbar. Was haben wir hier jetzt? Da könnten wir... Hier, 140 Units auf 90 Kilometer Auftrag annehmen. So, Vessels. Das dauert jetzt halt, ne? Progress. Weil kaufen kann ich mir da auch nichts mehr. Und wir haben ja auch noch Unterhaltskosten. Und jetzt geht's wirklich um die Wurst. Das Ding muss jetzt hinhauen. Ah, guck mal. Das ist fertig. Rollout. Warp to completion. Launch. Und ich habe all meine Science jetzt aufgebraucht und ich bin leer gelaufen. Das, was ich in der ersten Folge noch gesagt habe, was man vermeiden sollte. Aber gut. Aus Fehlern lernt man. Nicht wahr? Dementsprechend habe ich jetzt was gelernt. Und zwar, dass ich hier am besten mit SAS-Stabilitätsassistenz fliege. Und Schub baut sich auf. Und wir starten. Noch ohne zu kippen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Sehr schön. Ist nur die Frage, wie hoch kommen wir? Na, ich habe nichts simuliert zum Testen. Das hat jetzt sehr viel ausgemacht. Haben wir vielleicht auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Aber gut, passiert. So, das haben wir auf jeden Fall auch. 90 Kilometer, die müssen wir halt noch erreichen. Wir haben noch ein bisschen Sprit. Weiß nicht, ob es reicht. Burntime, noch knapp 10 Sekunden, müssen die doppelte Höhe noch erreichen. Ich glaube, das wird nichts mit 90 Kilometern, ne? Nope. Aber das ist nicht so wild. Das liegt nämlich in erster Linie daran, dass wir einfach schon sehr viel Dingenskirchen haben. Dass wir sehr viel von der Zeit eingespart haben, die wir sonst noch so zur Verfügung gehabt hätten. Ja, das dauert jetzt ewig, aber den Flug, den beenden wir jetzt auch, ne? Weil hier sammeln wir ja jetzt auf jeden Fall auch noch wieder ein bisschen Science. Das muss ja auch nochmal sein. Ja, wir sind zwar keine 3 Minuten ungerade in der Höhe, aber passt schon. Und da sehen wir auch schon, wir kommen in eine gute Höhe. Jetzt sind wir wieder am Fallen.
Und kriegen jetzt eine Richtung. Haben wir auch gerade eben einen Einschlagpunkt, sehen wir hier. Das ist ziemlich dicht an unserem Space Center, muss man mal so sagen. Das ist richtig, richtig dicht. Und wir sind saumäßig schnell gewesen. Da haben wir jetzt aber auch tatsächlich gar nichts gesammelt mit. Aber gut, ja, das passiert. Das sind alles so Tests. Aber an der Stelle würde ich einfach mal sagen, wir machen an dieser Folge jetzt mal einen Cut. Das ist die Learning by Failing Folge. Und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich unsere Ziele erreichen. Und ich würde an der Stelle jetzt einfach mal sagen, lasst mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch der ganze Spaß gefallen hat und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und sonst habe ich nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag, haut rein und see ya.